Bevor wir Sie ins verdiente Wochenende entlassen, haben wir noch einige Neuigkeiten für Sie. Und damit herzlich willkommen zur täglich aktuellen Nachrichtensendung für unsere und aus unserer Region. Hier ist Regional am Freitag, den 13. Januar. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben und mit dabei sind. Hallo, guten Abend und Glück auf! Wie gesagt, bei uns erfahren Sie immer etwas Neues. So zum Beispiel gibt es Mitteilungen vom Landratsamt zum Thema Reitwege im Erzgebirge. Die Landestalsperrenverwaltung hat Hinweise zum Betreten gefrorener Gewässer und die Stadtverwaltung Marienberg hat auch noch etwas. Hier sind alle Infos in kompakter Form. Eine Information für alle Zuschauer, die gern hoch zu Ross und in erzgebirgischen Wäldern unterwegs sind. Im Wald des Erzgebirgskreises verlaufen Reitwege mit einer Gesamtlänge von derzeit ca. 667 Kilometer. Sie führen durch alle Waldeigentumsarten, hauptsächlich mit einem Anteil von 77% durch Staatswald. Im geringeren Umfang auch durch Privat- und Treuhandwald sowie durch sogenannte Körperschaftswälder. Das Reitwegenetz im Wald wird durch zahlreiche Reittouren außerhalb des Waldes ergänzt. Das Reiten im Wald unterliegt in Sachsen speziellen Regelungen nach dem Sächsischen Waldgesetz und der Reitwegeverordnung. Danach ist das Reiten im Wald nur auf dafür ausgewiesenen und gekennzeichneten Waldwegen gestattet. Die Kennzeichnung erfolgt mit einem stilisierten Pferdekopf. Im Jahr 2016 wurden zwei Reitwege bzw. Teilstücke neu ausgewiesen und gekennzeichnet. Ein Weg wurde teilweise umverlegt und von einem anderen wurde ein Teilstück eingezogen. Gern hätten wir Ihnen eine grafische Darstellung in Form einer Reitwegkarte aus unserem Sendegebiet gezeigt, aber auf Nachfrage beim zuständigen Amt erhielten wir die Antwort, dass eine solche derzeit noch in Planung sei. Also, liebe Reiterinnen und Reiter, gilt es erst einmal, seine Ausrittstrecken zu kennen und auf die Wegkennzeichnungen mit dem Pferdekopf zu achten. Dann bewegen Sie sich auf jeden Fall schon mal auf dem rechten Weg. Nicht vom rechten Weg abkommen sollten Sie auch bei der nun folgenden Warnung. Die Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen warnt davor, Eisflächen auf Flüssen, Talsperren und anderen Wasserspeichern zu betreten. Durch die schwankenden Wasserspiegel ist das Eis nicht tragfähig. Bei Betreten besteht also Lebensgefahr. Gerade auf Kinder haben zugefrorene Flüsse und Seen eine sehr hohe Anziehungskraft. Deshalb sollten Eltern, Lehrer und Erzieher die Kinder unbedingt über die Gefahren beim Betreten von Eisflächen aufklären. Bei Talsperren können sich durch Wasserstandsschwankungen unterm Eis gefährliche Hohlräume bilden. Außerdem sind viele Staumauern mit Eisfreihaltungsanlagen ausgestattet. Hier verhindern aufsteigende Luftblasen, dass sich eine geschlossene Eisdecke bildet, die die Stauanlage beschädigen könnte. Auch Flüsse sind ständig in Bewegung. Deshalb sind sie meistens nicht vollständig zugefroren. Verboten ist außerdem das Rodeln auf Deichen, denn diese dienen nicht als Rodelhang, sondern zum Hochwasserschutz. Ebenso ist davon abzusehen, Schnee in den Flüssen zu entsorgen. Der Schnee kann vereisen und zu einem gefährlichen Abflusshindernis werden. Die Landestalsperrenverwaltung weist außerdem darauf hin, dass Betreiber von Wehren und anderen wasserwirtschaftlichen Anlagen verpflichtet sind, diese auch bei Frost funktionstüchtig zu halten. Frieren die beweglichen Wehrverschlüsse sowie Steuer- und Regeleinrichtungen ein, können solche Anlagen zu einem Abflusshindernis werden. Und noch eine Mitteilung der Stadt Marienberg, denn ab sofort finden bei entsprechender Witterung dienstags und freitags wieder Frischmärkte auf dem Marienberger Marktplatz statt. Dabei werden vor allem Backwaren, Produkte für die Gesundheit, Blumen, Pflanzen sowie Hofkäse angeboten. Es sei denn, es sind witterungsbedingt Einschränkungen notwendig. Liebe Zuschauer, uns erreichte gestern ein Anruf mit dem Inhalt, dass sich in Zschopau etwas Außergewöhnliches zugetragen hat. Das war für uns Grund genug, um uns auf den Weg in die MZ-Stadt zu machen und der Geschichte mal auf den Grund zu gehen. Liebe Zuschauer, meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie sehen es ja, wir sitzen in einer illustren Runde und so viel kann ich ja schon mal verraten, wir sind in Zschopau am Vorabend des 13., den Freitag. Ja, soweit sei schon mal gesagt. Es ist ja eine wunderbare Hausgemeinschaft und ihr macht so ziemlich viel miteinander. Aber bevor wir jetzt darüber sprechen, mit wem habe ich es denn hier zu tun? Ich bin der Uwe aus dem Haus. Wir wohnen schon viele Jahre hier, seit 2000, ja.
haben schon einige kommen und gehen sehen hier. Und bisher hat es immer wunderbar geklappt mit den Hausleuten. Die Jungen, die biegen uns zurecht. Und Alte sind ja keine da. Also klappt das. Wunderbar. Ja. Und übers Jahr verteilt, also ihr unternehmt gemeinsam sehr, sehr viel. Ja. Was denn da zum Beispiel? Haus- und Hofparty ist ganz spontan. Mhm. Silvesterpartys im Hof, ja, bei minus 20 Grad, mhm, gemeinschaftliche Schneeschippen, mhm, diverse Einsätze im Keller, wenn mal Wasser im Keller war oder Rohre eingefroren waren, mhm, ist die Hausgemeinschaft da. Also jeder hilft jeden, ihr seid, wie du schon richtig sprichst, eine große Gemeinschaft, eine große Familie. Genau. Und der Zusammenhalt geht jetzt sogar so weit, dass man, und jetzt kommt's, liebe Zuschauer, Geschwindigkeitskontrollen, das große Stichwort. Dich haben sie geblitzt. Wann und wo? Am 12.12. am Priel in Schobau um 8.28 Uhr. Dich haben sie geblitzt. Wann und wo? Am 12.12. am Priel in Schobau um 10 Uhr. Und last but not least, wann haben sie dich geblitzt? Am 12.12. am Brühl, 9.22 Uhr. Wie war denn die Reaktion dann im Haus, als diese Gebührenbescheide hier reinflatterten? Die Gebührenbescheide kamen gestern, alle gleichzeitig. Und natürlich ein großer Aufschrei. Und sofort ging es los, vergleichen, wer war der Schnellste, wer war der Schönste auf dem Bild. Da hat sich eine herauskristallisiert. Meinst du jetzt mit der Schönheit oder mit der Geschwindigkeit? Beides eben. Ah. Und wer war's? Ja, das junge Küken. Das junge Küken. Wobei haben sie dich denn erwischt? Wohin warst du denn unterwegs? Ich war gerade auf dem Weg in den Kindergarten. Ich wollte meine Tochter in den Kindergarten bringen und habe nicht aufgepasst. Und lass mich raten, du warst ein bisschen spät dran. Du musst jetzt ja sagen. Ja. Ja, ich war spät dran. Wie schnell warst du denn, wenn ich fragen darf? Ich war 8 km/h zu viel. Das sind also roundabout, wie man so schön neudeutsch sagt, 15 Euro wollen sie dir abknüppeln, stimmt's? Genau, wir wollen die 15 Euro abknüpfen. Hm. Wer liegt denn auch in dieser Preiskategorie? Alle. Alle? Na, wie viel zu schnell warst du? 7 km/h zu schnell. Ja, und die Frage musst du dir jetzt auch gefallen lassen. 7 km/h zu schnell. Wir haben uns auch zurückgehalten. Also von daher, Mensch du. Ja. Und jetzt habe ich schon so ein bisschen mitgekriegt, ihr feiert recht viel. Ist denn jetzt im Rahmen dieser Geschwindigkeitskontrolle, wird dann jetzt mit einer, ich sag mal vorsichtig ausgedrückt, Fete im Nachgang zu rechnen sein? Na sicher, auf jeden Fall. Wenn die Gebühren bezahlt sind und noch was übrig ist, dann wird eine Party hier steigen. Aber hallo. Und die Blitzer-Girls, die müssen hinausgehen. Aber richtig. Mhm. Und damit verabschieden wir uns hier aus dieser illustren Runde. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen restlichen Freitag, den 13. In dem Sinne, Augen auf. Also, was es nicht alles gibt. Na, liebe Zuschauer, wie war denn Ihr Tag bisher? Auch im Anbetracht, weil heute Freitag der 13. ist. Dieser Tag scheint es ja in sich zu haben, das glauben zumindest einige. Wir haben auch vieles probiert, so zum Beispiel haben wir eine schwarze Katze von links nach rechts über einen zerbrochenen Spiegel unter einer Leiter durchlaufen lassen. Mit dem Ergebnis, es ist ein Freitag wie jeder andere auch. Nancy Melzer und Sebastian Eberlein haben sich mal genauer mit dem Thema Freitag der 13. beschäftigt. Oh Gott! Eine schwarze Katze, die den Weg kreuzt, ein zerbrochener Spiegel, unter einer Leiter durchlaufen? Nein, danke. Das werden sich am heutigen Tag viele denken, denn heute ist Freitag der 13. Dieser Tag gilt im Volksglauben als ein Tag, an dem besonders viele Unglücke passieren können. Man stelle sich also vor, der Wecker klingelt, es ist Freitag, sie wollen gerade aufstehen und es ihnen wie Schuppen von den Augen fällt. Es ist der 13. und ausgerechnet heute, an diesem Freitag, stehen so viele wichtige Dinge an. Das kann ja nur schiefgehen. Es ist schon merkwürdig, wie wir unterbewusst und ganz selbstverständlich an solchen Tagen vom Aberglauben heimgesucht werden und automatisch mit dem Schlimmsten rechnen. Die Angst vor dem heutigen Tag kann im Einzelfall sogar so weit führen, dass besonders abergläubige Personen Termine und Reisen absagen oder sie verbringen den Tag gleich komplett im Bett. Aber statistisch gesehen passieren die meisten Unfälle zu Hause. Naja, das ist ein anderes Thema.
Nun ist es ja so, jedes Kalenderjahr hat mindestens einen und höchstens drei Freitage, die eben auf den 13. fallen. In diesem Jahr sind es zwei, die einem Abergläubigen die Haare zu Berge stehen lassen. Erst im Jahr 2026 sind wir wieder an der Reihe mit gleich drei Freitagen, die auf einen 13. fallen. Die Zahl 13 gilt, wie auch der Freitag, in einigen Kulturen schon lange als schlechtes Omen. Die 13 verdankt ihren Ruf mehr oder weniger der 12, denn diese Zahl gilt in vielen Kulturen als heilig. Oft wird die 13 auch mit dem Teufel in Verbindung gebracht und als Teufelsdutzend, nämlich 2 plus 1, bezeichnet. Im christlichen Glauben gilt der Freitag beispielsweise als Trauertag, da Jesus am Karfreitag gekreuzigt wurde. Außerdem war es ein Freitag, an dem Adam und Eva aus dem Garten Eden vertrieben wurden. Ja, die runde 12 und die schiefe 13. Die Zahl 12 oder auch ein Dutzend genannt, taucht in vielen Zusammenhängen auf. Zum Beispiel hat das Jahr 12 Monate, Tag und Nacht zählen jeweils 12 Stunden. Auch in Märchen erscheint sie oft, zum Beispiel im Märchen Dornröschen, die 13. Fee, die durch ihren Zauberspruch das Unglück über die Königsfamilie bringt. In der Bibel ist von den 12 Aposteln die Rede. Jesus hielt das Abendmahl mit seinen 12 Jüngern. Mit Jesus waren es aber 13. Von Judas, dem 13. Gast, wurde Jesus noch am gleichen Abend verraten. Auch eine häufige Behauptung ist die, dass der sogenannte schwarze Freitag damit zu tun haben soll, dass der Freitag der 13. eben Unglück bringt. Eine Tatsache, die das Ganze entschärft, ist, dass eben dieser US-amerikanische Börsenkrach von 1929 bereits an einem Donnerstag begann. Heute ist die Annahme, die Zahl 13 bringe Unglück, ganz oben auf der Rangliste des Aberglaubens in unserer, ja sonst so wissenschaftlich ausgerichteten Gesellschaft angekommen. Die Angst vor der 13 geht sogar so weit, dass viele Hotels sich angepasst haben und einfach den 13. Stock oder auch das Zimmer mit der Nummer 13 ausgelassen haben. Übrigens hat die Zahl 13 in Afrika und Asien und vielen europäischen Ländern einfach nur die Bedeutung irgendeiner Zahl. Ein weiterer Grund zur Beruhigung ist, dass die Auswertungen von Unfalldaten ergeben haben, dass sich an einem Freitag, dem 13., nicht mehr Verkehrsunfälle mit schweren Sachschaden ereignen als zum Beispiel an einem Freitag, dem 6. oder dem 20. Auch eine Untersuchung der Unfallmeldung durch den ADAC ergab für das Jahr 2009, dass an den drei Freitagen, die in diesem Jahr auf den 13. fielen, die Zahl der Unfallmeldungen im Durchschnitt nur 894 betrug, während an allen anderen Tagen durchschnittlich 975 Unfälle gemeldet wurden. Auswertungen anderer Institutionen ergeben Ähnliches. Das könnte daran liegen, dass an einem Freitag, dem 13., eben mit verstärkter Vorsicht zur Unfallvermeidung vorangegangen wird. Und mit einem Augenzwinkern könnte man behaupten, dass so ein bisschen Aberglaube, zumindest auf die Unfallstatistik bezogen, doch etwas Positives hat. Und jetzt mal ehrlich, wir lassen uns im täglichen Leben und mittlerweile oftmals in der Lebensqualität schon von so vielen Dingen beeinflussen oder gar einengen, dann bitte nicht noch von einem eigentlich ganz normalen Freitag, den 13. Marienberg, Ortsteil Pobersau. Spiegel gegen Spiegel, Zeugen gesucht. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug befuhr am 11. Januar gegen 17.05 Uhr die Dorfstraße aus Richtung B171 in Richtung Dorfmitte. In Höhe des Hausgrundstücks 26 geriet dieses Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn, wo es zum Zusammenstoß der jeweiligen linken Außenspiegel mit einem entgegenkommenden Nissan X-Trail kam. Am Nissan entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Bei dem unbekannten Fahrzeug könnte es sich um einen orange-roten Kleinlieferwagen, einen sogenannten Hundefänger, handeln. Es werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Unfallhergang bzw. zum unbekannten Kleinlieferwagen und dessen Fahrzeugführer machen können. Unter Telefon 03735 6060 werden Hinweise im Polizeirevier Marienberg entgegengenommen. Auch am Montag ist in Zschopau am Brühl mit Geschwindigkeitskontrollen zu rechnen. Darüber hinaus verstecken sich auch die Kontrolleure im Auftrage des Landratsamtes an den üblichen und bekannten Stellen. Ja, und auch die Videomessfahrzeuge der Polizei sind bei diesen Witterungen auf der B174 und B101 unterwegs. Deshalb, meine Lieben, Augen auf und Fuß vom Gas, das spart Geld und Ärger. Und jetzt noch der Blick auf das Wochenendregionalwetter.
Das Wetter wird Ihnen präsentiert vom neuen Suzuki Ignis. Freuen Sie sich auf ihn! Während heute früh in den tieferen Regionen sämtliche Alarmlampen leuchteten und man von katastrophalen Verhältnissen sprach, sprach man hingegen in den Höhenlagen von Winter. Heute Abend und in den Nachtstunden setzt sich der winterliche Wettertrend auch weiter fort. Der Himmel ist bewölkt, also blickdicht, und aus den Wolken fällt auch schon wie tagsüber Schnee, und das im gesamten Sendegebiet. Das Niederschlagsrisiko beträgt satte 90%. Dünner hingegen sind die Temperaturen, die liegen wieder durchweg im Negativbereich, und das sieht wie folgt aus. In Olbernhau am Gessingplatz werden zwischen minus 4 und minus 2 Grad gemessen. In Marienberg auf dem Markt gibt es minus 5 bis minus 3 und in Zschopau am Neumarkt zeigen die Thermometer minus 4 bis minus 1 Grad an. Der Wind bleibt auch weiterhin sehr aktiv, er weht stark mit um die 58 km pro Stunde aus Nordwesten. Am Samstag beim Gang zum Backwarenhändler des Vertrauens sollten Mütze und Handschuhe zur Kleiderordnung dazugehören. Der Himmel ist grau in grau und sendet uns weiß. Soll heißen, es wird mit einer 90%igen Wahrscheinlichkeit mäßige Schneefälle geben. Die Sonne hat an diesem Tag überhaupt keine Chance. Bei den Sonnenstunden steht eine Null. Weniger als Null sind die zu erwartenden Temperaturen. In Halbach müssen Sie sich auf minus 3 bis minus 1 Grad einstellen. In Großrückerswalde werden minus 4 bis minus 2 Grad. Und in Griesbach bleibt es auch bei minus 3 bis minus 1 Grad weiterhin winterlich. Der Wind weht wieder stark mit bis zu 63 km pro Stunde aus Westen. Der weitere Ausblick. Der Sonntag bietet einen Mix aus wenig Sonne, vielen Wolken mit mäßigem Schneefall und niederschlagsfreien Momenten. Bei minus 6 bis minus 4 Grad weht der Wind weiterhin stark aus Westen. Am Montag zum Start der neuen Arbeitswoche erwartet uns auch weiterhin ein grauer Himmel. Weiterhin gehören auch leichte Schneefälle zum Tagesprogramm. Zwischen minus 5 und minus 2 Grad, die wird es geben, und der Wind weht weiter aus Nordwesten. Ob es auch in der kommenden Woche weiterhin winterlich bleibt, das verrate ich Ihnen dann am Montag. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert vom neuen Suzuki Ignis. Freuen Sie sich auf ihn! Liebe Zuschauer, das war Megional für heute am Freitag und es ist schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Mit den aktuellen Nachrichten für und aus unserer Region sind wir wieder pünktlich am Montag für Sie hier zur Stelle, wenn Sie denn mögen. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn wir Sie dann wieder begrüßen dürfen. Damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend, eine erholsame Nacht und ein schönes Wochenende natürlich. Und ich sage Tschüss, bis Montag.